Recht herzlich willkommen zur 211. Folge von City Skylines. Ja, wir gehen wieder dahin, wo der Stau war. Gucken wir mal, hier unten irgendwo war das, ne? Oder? Wo ist es? Ne, da oben. Okay, der Stau ist immer noch da. Die Fahrzeuge fahren hier unten raus. Und da die alle hier oben wiederum links fahren, können wir den eigentlich hier anbieten, dass die auch direkt auf die Autobahn fahren können, ne? Ist ja nicht verwerflich, oder? Ne, das geht jetzt gerade nicht. Okay, doch, da geht's. So, ne? Dann schauen wir mal, ob das so klappt, dass da einer reinfährt gleich. Hier ist wahrscheinlich auch noch eine Ampel aktiv, ne? Erwarten wir es. Na, obwohl, da muss keine Ampel sein eigentlich. Da können wir das nochmal mit den Kreuzungen aufrufen. Machen hier eigentlich Entfernung zu gering. Was macht er jetzt? Ach so, okay, wahrscheinlich weil das noch an ist, ne? Das. Und da auf jeden Fall eine Stoppstraße rein. Und hier eigentlich auch, ne? Gut. Jetzt haben die Vorfahrt, die fahren alle da drauf. Das ist gut, das entzerrt sich. Das ist noch besser. Ja, die werden jetzt gleich hier alle. So, vielleicht sollten wir hier auch noch eine Regelung machen, ne? Erstmal rauslassen. Das ist ja die Hauptstraße raus sozusagen. Und dieses Ende ist ein bisschen länger. Das bedeutet, wir machen hier eine abknickende Vorfahrtstraße. So sollte es funktionieren, oder? Die fahren da ja schon alle. Ja, sieht doch besser aus. Hier fließt es jetzt auch schon. Ja, die kommen jetzt alle raus. Ja, hier sind immer noch welche, die nachrücken, ne? Während hier schon frei ist. Da wird jetzt noch zur Müllverbrennungsanlage wahrscheinlich gefahren, oder? Naja, aber läuft, oder? Ja, und wenn sie zu lange stehen, irgendwann werden sie ja gelöscht, ne? Oder wie war das in dem Spiel, ne? Damit das auf jeden Fall funktioniert. Ja, hier ist einfach noch. Ja, die bewegen sich schon alle, ne? Ja. Auf jeden Fall passt das hier oben jetzt, ne? Da sind so ein paar, die da an einem Stoppschild stehen. Das ist okay. Die meisten fahren hier über die Autobahn weg. Oder was es auch immer ist. Und hier ist schon der Rückstau weg. Das ist nur noch das Einzelne. Okay. Von hier hinten stehen sie immer noch. Aber in so einer Deponie sind natürlich auch reichlich Fahrzeuge drin, ne? Kann man jetzt nicht anklicken, oder wie sehe ich das? Ja, 18. Ist natürlich reichlich, ne? Gut. Was hat man denn eben angeklickt, dass es so schön war, so? Okay. Irgendwann wird es wieder fließen, ne, oder? So, wo wir aber stehen, gehen wir mal hier oben. Da müssen wir mal gucken. Die sind noch bis an der Brücke stehend. Und jetzt ist die Frage, wo die alle hinwollen, ne? Sind immer die Linksabbiege. Das heißt, wir machen mal den Gegenverkehr als Stopp. Und die Müllwagen wollen links. Können sie jetzt auch zügig, relativ zügig. Nur so richtig fließen tut sie noch nicht an dieser Kreuzung. Ja. Vielleicht löst sich das dann mit der Zeit auf oder so.
Aber zurzeit sieht es nicht so aus. Ich verstehe auch nicht, warum das hier nicht läuft. Wenn die dann auch mit 150 lang knallen, ne, und dann da sieht, wie schnell die fahren, ne? Dann noch nicht mal das Stoppschild beachten. Die haben freie Fahrt und fahren nicht weiter. Was passiert hier? Nix, ne? Die könnten eigentlich auch fahren, aber warten auf den Gegenverkehr, obwohl der Stopp hat. Also das ist so ein bisschen komisch hier. Ja, jetzt ist hier leer. Das haben sie, ist jetzt aber nicht weggefahren, sondern zwischendurch mal gelöscht wahrscheinlich. Weil zu viele Fahrzeuge da waren, ne? Das macht das Spiel halt irgendwann, ne? Ja. Jetzt können die zügig runterfahren, machen sie aber nicht. Es wird kürzer, ne? Definitiv. Naja, gut, denke ich mal, schauen wir erstmal andere Dinge, wie die grünen Balken und blauen Balken hier unten. Wir hatten ja letztes Mal irgendwo schon mal was gemacht. Hier sind nur parkende Autos, ne? An der Kreuzung, ja. Wo war unser neues Wohngebiet, was wir gerichtet hatten? Weiter hier rechts, glaube ich, ne? Ja, hier war es. Gut, dann werden wir hier weiter erweitern, wenn wir noch Wohnraum brauchen und auch, sag schon, Häuser. Dann können wir erstmal hier ein paar Stellen machen für den Kommerz. Jetzt müssen wir nur gucken, haben die Wasser? Nö, gibt's hier noch nicht. Machen wir gleich mit Warmwasser. Ach, hier drüben haben wir schon mal was gebaut. Dann ziehen wir das doch erstmal hier weiter hoch. Ach so, da ist die Eisenbahnlinie. Weiß nicht, ob wir dahinter noch was bauen. Machen wir erstmal so, ne? Bis hierhin. Und dann dahin. Und dann noch da. So. Und dann hier wieder hoch. Kriegen wir schon hin, ne? Dann bis noch da. Bis da. Und dann einmal zumachen, ne? Macht er nicht. Wegen zu sehr noch zurück oder was? Ja, komm, machen wir so und wollen hoffen, dass das so läuft. Okay, die sind schon kräftig am Bauen. Wie sieht's mit Strom aus? Okay, da ist eine Verbindung hergestellt. Dann Wohnblocks. Können wir hier machen. Die hoch, weil dahinter ist ja die... Da war doch eine Eisenbahn, oder? Vertue ich mir jetzt. Und da war keine. Dann war da keine. Doch, da ist eine Eisenbahn, die geht da hoch, da oben. Alles klar, im Dunkeln sah man das nicht. Dann machen wir, schotten wir die da ein bisschen ab mit den hohen Häusern. Können wir auf der anderen Seite auch machen. So, hier machen wir wieder ein bisschen Kommerz noch hin. Die bleiben frei. Oder machen wir so und dann da zwei. Wegen da kommt eine Straße rein, nach da und nach dort. So. Und dann, hier hätten wir auch irgendwo eine, da ist er, fährt sie gerade. Dann machen wir hier ein bisschen auch zu. Wo fährt denn die lang? Okay. Ein bisschen abschotten hier das Ganze. Jo, und dahinter machen wir kleine Häuser hier, ne? Gut. So. Hier ist noch eine Fläche, die man noch nutzen könnte. Ziehen wir gerade noch eine kleine Straße rein. Dann müssen wir mal diese nehmen vielleicht.
So, passt schon. Da gibt es noch ein Preußlein. So, dann haben wir das auch. Dann machen wir vielleicht noch ein paar Geschäfte auf diese Seite, die aber niedriger sind. So, passt, oder? Hier kommt eine Straße rein. Und machen wir da auch noch, aber da geht die Straße nachher durch, denke ich mal. Dann kommt da noch was hin und fertig. So, der Kommerz müsste dann nur noch kommen, dann ist er auch gleich nachher zufrieden. Weil dann wird der Balken auch runtergehen, ne? Der grüne Balken ist noch ein bisschen da, da können wir nochmal hier nachhelfen. Na komm, machen wir hier noch ein paar Häuschen hin. Ja, lassen wir erst so. Jetzt wird's besser. Industrie fragt auch nach Flächen. Der Kommerz braucht immer noch was. Was machen wir mit der Straße? Ich weiß gar nicht, wie sechsspurig ist die. Dann machen wir dann da noch eine vierspurige rein. So, ne? Und ja, das war's dann, denke ich mal, mit vierspurig. Dann der Rest nur noch zweispurig mit Bäumen. Ja. Können wir hier abzweigen irgendwo? Fertig. Läuft, oder? Jetzt müssen wir noch was bebauen. So, vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir hier noch was freilassen in Beziehung Arzt und sowas, ne? Aber das können wir hier an der großen Straße machen. So, das ist passend. Hier noch einer. Und da müssen wir dann gucken, dass wir da noch den Ärzten noch ein Dingens bieten. Aber soweit soll es erstmal reichen wieder, ne? Dann sind die Balken schon mal klein. Müssen wir ein bisschen drauf achten, ob die wieder größer werden oder nicht. Hier können wir noch was blau machen. Denke ich mal. Und hier machen wir vielleicht noch drei große, vier große Häuser hin. Auf der anderen Seite machen wir kleine Geschäfte. Obwohl, ist jetzt fast vorbei. Komm, dann machen wir da mal noch drei Bürogebäude hin für die Industrie. So, wir dürfen nicht die Ärzte-Sachen vergessen. Komm, die machen wir dann hier hin, wenn. Da müssen wir die Abdeckung dann nachher noch sehen. Und eine Schule und sowas wäre vielleicht auch noch sinnig, ne? Okay. Aber soweit soll es erstmal reichen, denke ich mal. Das ist Wohnfläche genug erstmal hier unten, obwohl die Balken wachsen schon wieder hoch, ne? Naja, werden wir sehen, ne? Dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.